Wissenschaftler können weit entfernte Materie auf verschiedene Weise beobachten. Geräte wie das Hubble-Teleskop und jetzt das James Webb messen sichtbares Licht, während andere Technologien wie Radioteleskope nicht sichtbare Phänomene messen. Wissenschaftler verbringen oft Jahre damit, Daten zu sammeln und sie dann zu analysieren, um das, was sie sehen, so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Und als immer mehr Daten eintrafen über die Beobachtungen, die wir gemacht haben, wurde eins überdeutlich. Galaxien verhalten sich nicht wie erwartet. Werden durch die Schwerkraft zusammengehalten, die im Zentrum, wo sich die meiste Masse befindet, am stärksten ist. Die Sterne an den äußeren Rändern der Scheibengalaxien bewegten sich so schnell, dass die Schwerkraft, die durch die beobachtete Materie dort erzeugt wird, sie nicht davon abhalten konnte, in die Tiefen des Weltraums hinauszufliegen. Die Wissenschaftler vermuteten, dass in diesen Galaxien mehr Materie vorhanden sein muss, als wir derzeit beobachten können. Irgendwas muss die Sterne am Wegfliegen hindern, und dieses Etwas nannten sie dann dunkle Materie. Sie konnten nicht wirklich sagen, welche Eigenschaften diese Materie haben könnte, außer dass sie eine Anziehungskraft haben muss. Und es muss ziemlich viel davon geben. Tatsächlich muss der überwiegende Teil des Universums, satte 85%, aus dunkler Materie bestehen. Andernfalls hätten sich die Galaxien nicht so lange halten können, wie sie es jetzt anscheinend tun. Sie wären zerbrochen, auseinandergeflogen, weil einfach nicht genug Schwerkraft vorhanden gewesen wäre, um die Billionen von Sternen an ihrem Platz zu halten. Astronomen können die dunkle Materie nicht direkt sehen, aber sie können ihre Auswirkungen untersuchen. Sie können sehen, wie das Licht durch die Schwerkraft unsichtbarer Objekte gebeugt wird, die sogenannten Gravitationslinsen. Sie können auch messen, dass die Sterne in ihren Galaxien schneller kreisen, als sie sollten. Die Astronomen wissen mehr darüber, was die dunkle Materie nicht ist, als darüber, was sie ist. Im Gegensatz zur normalen Materie interagiert nun mal die dunkle Materie nicht mit der elektromagnetischen Kraft. Das heißt, sie absorbiert, reflektiert oder emittiert kein Licht und ist daher extrem schwer auszumachen. Es könnten Teilchen sein, ja. Kandidaten für die dunkle Materie tauchen häufig in Theorien auf, die eine Physik jenseits des Standardmodells vorschlagen, wie etwa Supersymmetrie oder zusätzliche Dimensionen. Eine Theorie, und jetzt gut aufpassen, eine Theorie legt die Existenz eines verborgenen Tals nahe. Einer Parallelwelt aus dunkler Materie, die nur wenig mit der uns bekannten Materie gemein hat. Ich lasse das mal kurz sacken. In einer kürzlich erschienenen Arbeit schlagen einige Forscher was sehr Interessantes vor, dass die dunkle Materie mit einer alternativen Theorie der Schwerkraft erklärt werden kann. Die Milgromische Dynamik, oder kurz Mond. Sie erfordert keine unsichtbare Materie und wurde erstmals 1982 von dem israelischen Physiker Mordechai Milgrom vorgeschlagen. Das Hauptpostulat von Mond ist, dass die Schwerkraft, wenn sie sehr schwach wird, wie es in der Nähe des Randes von Galaxien der Fall ist, sich anders zu verhalten beginnt als die Newtonsche Physik. Auf diese Weise lässt es sich erklären, warum Sterne, Planeten und Gas in Randbereichen von Scheibengalaxien schneller rotieren, als allein aufgrund ihrer sichtbaren Masse zu erwarten wäre. Mond erklärt solche Rotationskurven jedoch nicht nur, sondern sagt sie in vielen Fällen sogar voraus. Und genau aufgrund der Möglichkeit, Sachen vorherzusagen, argumentieren viele Wissenschaftsphilosophen, dass Mond aufgrund genau dieser Vorhersagekraft dem kosmologischen Standardmodell überlegen ist, das davon ausgeht, dass es im Universum mehr dunkle Materie als sichtbare Materie gibt. Dies liegt daran, dass nach diesem Modell Galaxien eine höchst ungewisse Menge an dunkler Materie enthalten, die von den Details der Galaxiebildung abhängt, die wir nicht immer kennen. Daher ist es unmöglich vorherzusagen, wie schnell Galaxien rotieren sollten, aber solche Vorhersagen werden routinemäßig von Mond gemacht und bisher haben sie sich auch bestätigt. Also lasst uns das nochmal kurz zusammenfassen. Die Theorie erklärt nicht nur das Verhalten von Galaxien, sondern sagt es sogar voraus. Und das allgemeine Problem mit Theorien ist, dass sie so gut wie alles erklären können. Wenn du in dein Badezimmer gehst und dort das Licht an ist, kann man die Theorie aufstellen, dass kosmische Strahlen von der Sonne auf versteckte Spiegel treffen, und zwar genauso, dass sie den Raum erhellen.
Eine andere unglaubliche Theorie könnte sein, dass jemand den Lichtschalter betätigt hat. Eine Möglichkeit, gute Theorien von schlechten Theorien zu unterscheiden, besteht darin zu prüfen, welche Theorie die bessere Vorhersage macht. Dies ist eine moderne Version von Occams Rasiermesser, das die einfachste Lösung der komplexeren vorzuziehen ist. Jüngste Analysen der Mondtheorie zeigen, dass sie deutlich bessere Vorhersagen macht als die Standardmodelle für dunkle Materie. Dies bedeutet, dass die dunkle Materie zwar das Verhalten von Galaxien recht gut erklären kann, aber nur wenig Vorhersagekraft hat und zumindest in diesem Punkt eine unterlegene Theorie ist. Und es gibt noch viele andere Schwachstellen des kosmologischen Standardmodells, die sie bei ihrer Übersicht untersucht haben, wobei Mond die Beobachtung oft auf natürliche Weise erklären kann. Und eines der Gründe erklären die Wissenschaftler, dass das kosmische Standardmodell dennoch so beliebt ist, könnte in Berechnungsfehlern oder im mangelnden Wissen über seine Schwächen liegen, von denen einige erst vor kurzem entdeckt wurden. Wir allein haben in diesem Jahr 3 bis 4 Videos gemacht, die Schwachstellen im Standardmodell aufzeigen. Aber es könnte auch daran liegen, dass die Menschen zögern, eine Gravitationstheorie zu verändern, die in vielen anderen Bereichen der Physik so erfolgreich war. Dieser große Vorsprung vom Mond gegenüber dem kosmologischen Standardmodell in der Studie der Forscher hat sie zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass Mond durch die verfügbaren Beobachtungen stark begünstigt wird. Auch wenn sie nicht behaupten, dass Mond perfekt ist, glauben sie doch, dass es das Gesamtbild richtig wiedergibt. Es könnte sein, wenn man nach der Theorie von Mond geht, dass Galaxien tatsächlich keine dunkle Materie besitzen. Nur weitere Daten und Diskussionen werden die Frage der dunklen Materie und des Mondes klären können. Sollte sich Mond jedoch als beste Erklärung durchsetzen, würde dies den jahrzehntelangen wissenschaftlichen Konsens erschüttern und eine der rätselhaftesten Eigenschaften des Universums. Nun, es würde es viel normaler machen. Und ich weiß, eine modifizierte Theorie ist vielleicht nicht so sexy wie die dunkle und unsichtbare Kraft. Aber sie hat vielleicht den Vorteil, dass sie die bessere Wissenschaft ist. Und im letzten Jahr und selbst im Jahr 2021 fängt das Standardmodell auseinanderzubrechen. Stück für Stück werden neue Erkenntnisse über das Standardmodell gewonnen, die einige Risse in dieser so erfolgreichen Theorie zulassen. Woran das liegt, ist eine gute Frage. Falls ihr eine Idee habt, warum wir so sehr am Standardmodell festhalten und was wir tun könnten, was der vernünftige Ersatz dafür wäre, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Denn hier habt ihr momentan das größte Problem der Teilchenphysik. Das wird im Detail erklärt und welches Teilchen wirklich das böse Teilchen ist, das uns davon abhält, das Standardmodell weiter zu verfolgen. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.